Meine Kandidaten sind mir scheißegal und sind hässlich und stinken nach Scheiße. Das tönt mich an. Ich will mehr Kohle verdienen. Es ist Donnerstag. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Ich bin Jurassica Parker und dein ganz persönliches Betriebssystem durch das Moloch der Fernsehlandschaft. Ja, das deutsche Fernsehprogramm hat die Attraktivität eines chronischen Durchfalls. Mittags wird gekocht. Danach skriptet man sich durch die Reality, bis endlich inhaltslose Vorabendmagazine, persönliche Schicksale oder Promi-News senden. Zur Primetime wird gecastet oder man schickt Riesentittenmäuse in die Wüste, bis man nachts endlich alles über den Weltraum oder Adolf Hitler erfahren kann. Doch was führte Adolf Hitler insgeheim wirklich im Schilde? Geheimaufzeichnungen belegen, dass der Führer sich stets mit Hunderten von jungen, attraktiven Frauen umgab. ZDF History kennt die ganze Wahrheit. Aber ich kann euch beruhigen. Es gibt noch was viel Schlimmeres als Hitler. Ja, ProSieben. Meine Fluglinie Trans Airways fliegt regelmäßig ProSieben-Mitarbeiter nach München. Ich hasse es. Meine sehr verehrten Fluggäste, Fluggästinnen, Fluggästerets und Fluggästerinnen, herzlich willkommen auf diesem Trans Airways Flug in Kooperation mit ProSieben auf dem Weg von Berlin nach München. Mein Name ist Jurassica Parker, meine Kabinencrew und ich müssen Sie in den nächsten 47 Flugminuten bedienen. Wir bitten Sie daher freundlichst, Ihr Maul zu halten. Bitte beachten Sie, dies ist ein Raucherflug. The passenger, welcome the morning. There is a high reservation for potential no exploration for the aircraft. Bei Munich. Bitte beachten Sie folgende Anweisungen. Es ist Ihnen zu jeder Zeit untersagt, unser Kabinenpersonal anzusehen. Wir bitten Sie daher freundlichst, Ihren Blick in Demut zu senken. Sollten Sie im unwahrscheinlichen Falle dazu aufgefordert werden, diesen zu heben, geschieht dies mit einem festen Schlag der flachen Hand auf Ihren Nacken. Damit dies reibungslos ausgeführt werden kann, wird meine Crew Ihnen diesen Vorgang nun demonstrieren. Für alle Mitarbeiter von TAF und Galileo, aus Rücksicht auf Ihren Intellekt, werden wir dies für Sie einige Male wiederholen, bis es auch der letzte Infotainment-Schwachmat verstanden hat. Thank you.
kleine Flugsicherheitsschulung genossen. Um Ihnen unsere neue Sicherheitssitzposition gesenkter Blick so unangenehm wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie jetzt, Ihre Tische nach unten zu klappen. Die Tische befinden sich in den Vordersitzen. Wie Sie sehen können, sind die Oberflächen wie auf jedem ProSieben Transairways Flug komplett verspiegelt. Denn als Kooperationspartner Ihres Arbeitgebers wissen wir, dass Sie sich alle schon seit Jahren nicht mehr selbst ins Gesicht sehen können. Von daher nutzen Sie diese letzte Chance und blicken Sie in die Fratze des Satans. Spuckbeutel befinden sich ebenfalls in den Vordersitzen. Eine Durchsage an die Reihen 5, 6, 7, 8, 9, 14, 21, 32, 37 sowie 40, 41 und 48. Der Konsum von Kokain ist leider untersagt. Sie haben Ihre Seele bereits verkauft. Unser Boardshop hat ein fantastisches und breit gefächertes Sortiment an Second-Hand-Seelen für Sie im Angebot. Durchstöbern Sie unseren Produktkatalog. Vielleicht finden Sie sogar Ihre eigene Seele wieder oder Sie jagen Schnäppchen in unserem Spätsommer-Sale. Wir bieten auf diesem Flug 25% Rabatt auf die Seelen von Stefan Raab, Nena und Heidi Klum. Alles muss raus, werte Fluggäste, Fluggästinnen, Fluggästerinnen und Fluggästerinnen. Nutzen Sie unser Komplettangebot und kaufen Sie die Seelen aller Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen im Kombiangebot und erhalten Sie eine Menschenwürde gratis. Gott sei Dank befinden wir uns bereits im Landeanflug auf München und deshalb bitten wir Sie nun höflichst, das Atmen komplett einzustellen. Das erleichtert unserem Bodenpersonal die Deportation in ihre Arbeitslager nach Unterföhring. Vielen Dank und einen schönen Aufenthalt in der Hölle. We love to entertain you. Denkt daran, alle Fernsehsender, die euch erzählen, sie produzieren nur diese Scheiße am laufenden Band, weil ihr, das Publikum, diese Scheiße sehen wollt. Diese Fernsehsender lügen, denn sie wollen mit wenig Aufwand so viel Geld wie möglich verdienen. Und ihr seid ihnen scheißegal, denn es geht nur um die Werbung, nicht um das Programm. Merkt euch das. Bis nächsten Donnerstag. Ach, und abonniert Jurassic Park auf Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, Google Plus und Instagram.